Schön, dass ihr alle da seid. Wer noch nicht auf der Straße ist, kann das jetzt gerne tun. Hinweisen möchte ich noch darauf, dass wir ein Transparent aufgehängt haben. Das hängt auf der Brücke über der Straße mit den Namen von vielen, die aus rassistischen Motiven seit der Wiedervereinigung in Deutschland umgebracht worden sind. Am heutigen Montag, den 6. Mai, beginnt der Prozess gegen 5 Mittäterinnen und Mittäter der NSU-Mordserie. Doch egal, wie der Prozess ausgeht, für uns vom Bündnis gegen Rassismus und der ALB ist das Kapitel NSU noch lange nicht abgeschlossen. Für uns steht fest, dass staatliche Organe eine Mitverantwortung und eine Mitschuld an den NSU-Morden und an der politischen Stimmung in Deutschland tragen. Heute um 10 Uhr beginnt der Gerichtsprozess gegen 5 Mittäterinnen der NSU-Mordserie. Bereits seit Wochen stellen die Medien diesen Prozess immer mehr in den Mittelpunkt ihrer Berichterstattung und suggerieren uns, dass damit alle offenen Fragen hinsichtlich der NSU-Morde beantwortet werden können. Doch für das Bündnis gegen Rassismus steht fest, das Kapitel NSU ist damit noch lange nicht abgeschlossen, denn das Problem heißt Rassismus. Dieser Prozess stellt lediglich einen Scheinprozess dar. Denn offene Fragen bestehen nicht nur im Zusammenhang mit bekennenden Rassisten, auch die politisch verantwortlichen und staatlichen Institutionen sind den Angehörigen der Opfer unzählige Antworten schuldig und dürfen sich durch den Gerichtsprozess nicht aus ihrer Verantwortung ziehen. Erst nach mehr als einem Jahrzehnt nach dem Bekanntwerden der NSU-Morde konnten politisch Verantwortliche nicht mehr leugnen, dass hinter den Bombenanschlägen und der Ermordung von 9 Menschen eine rassistische Motivation steht. Unterstützt und ermöglicht wurden jene Taten durch das Wegschauen, die Verschleierung und die falsche Spurensetzung von den sogenannten Sicherheitsbehörden, politisch Verantwortlichen, Medien, aber auch von der Zivilgesellschaft. Die Gefahr von rechts wurde kontinuierlich verharmlost und Neonazis strukturell und finanziert von staatlichen Institutionen unterstützt. Darüber hinaus wurden den Mordopfern und ihren Angehörigen eine kriminelle Mafiastruktur unterstellt. Wir fragen uns immer noch, wie so etwas über lange Zeit andauern konnte. Unsere Antwort ist: Rassismus ist eben kein Phänomen, das am rechten Rand der Gesellschaft vorkommt. Er ist in der gesamten Gesellschaft tief verankert. Wo herrschende rassistische Denkmuster innerhalb staatlicher Institutionen und der gesamten Gesellschaft haben nicht nur die rechtzeitige Aufklärung verhindert, sie haben diese Morde erst ermöglicht. Für das Bündnis gegen Rassismus steht fest, dass staatliche Organe eine Verantwortung, gar eine Schuld an den NSU-Morden und an der politischen Stimmung in Deutschland tragen. Die Verstrickung von Polizei und Verfassungsschutz sowie die Kriminalisierung und Stanierung der Opfer und ihrer Angehörigen verdeutlichen unleugbar den institutionellen Rassismus in Deutschland. Gleichzeitig sind wir heute hier, weil wir denjenigen gedenken, die dem NSU zum Opfer fielen und die in den aktuellen Medienberichten viel zu oft vergessen werden. Wir gedenken den von NSU Ermordeten Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubaşık und Halit Yozgat. Wir fordern außerdem kontinuierliche kritische Auseinandersetzung mit Rassismus sowie dessen konsequente Bekämpfung dort, wo er vorkommt, in der gesamten Gesellschaft. Abschaffung des Verfassungsschutzes, Abschaffung aller ausgrenzenden Gesetze, Partizipationsrechte gleichberechtigt und selbstbestimmt für alle in Deutschland Lebenden. Schluss mit der diffamierenden und kriminalisierenden Integrationsdebatte. Für eine gerechte, emanzipierte und solidarische Gesellschaft ohne Rassismus. Hallo,
Nachdem die Mordserie des NSU aufgeflogen war, sprachen Behörden und Politik schnell von Versagen und Pannenserie der ermittelnden Behörden. Damit soll von den eigentlichen Fragen nach den Verstrickungen abgelenkt werden. Denn mit Pannen hat das nichts zu tun. Es hat zu tun mit Verstrickungen und mit Rassismus. Wenn wir uns heute fragen, wie konnte eine Gruppe wie der NSU entstehen und mordend durchs Land ziehen, ist die Rolle der Geheimdienste entscheidend. Im Thüringer Heimatschutz waren 40 Spitze von Inlands-, Auslands- und militärischen Geheimdienst aktiv. Wir wissen, 2 Polizisten waren in Zivil in der Kolbstraße in Köln zum Zeitpunkt des Bombenanschlags. Der Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas T. war am Tatort in Kassel, als Halit Yozgat umgebracht wurde. Wir wissen, dass der Verfassungsschutz Ku Klux Klan Sektionen mit aufgebaut hat, in denen Polizisten aktiv waren. Und das ist das, was wir trotz der geschredderten Akten öffentlich wissen. Wenn also über Jahre hinweg gewalttätige Neonazis von den Geheimdiensten aufgebaut, finanziert und protegiert werden, scheint die eigentliche Panne darin zu liegen, dass diese Verstrickung der Dienste überhaupt aufgeflogen ist. Der Thüringer Verfassungsschutz hat den Aufbau rechter Terrorzellen finanziert. Beispielsweise bekam der Neonazi Tino Brandt von 1994 bis 2001 insgesamt 200.000 D-Mark Spitzelohn als V-Mann für den VS in Thüringen. Mit diesem Geld baute er den Thüringer Heimatschutz auf, in der auch Bönhardt, Mundlos und Schäpe Mitglied waren, bevor sie 1998 abtauchten und als nationalsozialistischer Untergrund die Mord- und Anschlagsserie begann. Tino Brandt bekennt sich freimütig dazu, dass er vor drohenden Hausdurchsuchungen durch seinen V-Mann-Führer gewarnt wurde. Auch hat der Verfassungsschutz dafür gesorgt, dass Strafverfahren gegen Neonazi-V-Leute eingestellt wurden. Die polizeilichen Ermittlungen in der Mordserie sind von Anfang an rassistisch geprägt gewesen. Die Opfer wurden zu Schuldigen gemacht. Niemand hat ihnen geglaubt, wenn die Angehörigen beteuerten, dass die Opfer nichts mit irgendwelchen kriminellen Aktivitäten zu tun hatten. Wie sollen Behörden und Personen, deren tägliches Wahrnehmungsbild selbst rassistisch geprägt ist, rassistische Motive erkennen und entsprechend ermitteln? Dabei hatte die Polizeispitze im engsten Umfeld des NSU. Das Berliner LKA führte über 10 Jahre lang den Neonazi Thomas Starke als V-Mann. Dieser Thomas Starke war von Ende 96 bis April 1997 mit Beate Zschäpe liiert. In dieser Zeit hat er für das Jenaer Trio rund 1 Kilo TNT-Sprengstoff besorgt. Hinweisen des V-Manns auf das NSU-Trio wurden nicht nachgegangen. Es gab schlicht kein Verfolgungsinteresse gegen rechts. Die Unterstützung und Kumpanei des Verfassungsschutzes mit den Naziterroristen lässt sich auch ideologisch erklären. Sie teilen rassistische und anti-emanzipatorische Einstellungen. Niemand ist auf dem rechten Auge blind gewesen. Vielmehr wurde sehenden Auges die Struktur, die den NSU gebaren, mit aufgebaut, protegiert und finanziert. Die Rede von Pannen oder schlampigen Ermittlungen verschleiert nur die Beteiligung staatlicher Stellen. Der Staat schützt seine Neonazis und bedient sich den geläufigen Mitteln der Diffamierung von Antifaschistinnen durch Gewaltvision und Extremismusthesen. Das politische Spektrum wird als Hufeisen dargestellt, rechts und links sind die extremen Ränder, dazwischen die neutrale Mitte. Antifaschismus stand seit Gründung der BRD immer unter besonderem Verdacht. Antifaschistische Menschen wurden bekämpft. Der Kampf gegen Neonazis braucht weder Vorratsspeicherung, sogenannte Extremistendateien oder eine stärkere Verzahnung von Geheimdiensten und Polizei. Im Gegenteil, das sind Maßnahmen einer repressiven, rechtsorientierten Politik, die demokratische Rechte unterhöhlt, abschafft und in keiner Weise dazu befähigt sind, demokratische Ideen zu fördern. Wer die Neonazis bekämpfen will, der muss ihrer Ideologie den Nährboden entziehen und ihre Organisation und Zirkel zerschlagen. Das bedeutet,
den in der Mitte der Gesellschaft verankerten Rassismus zu bekämpfen. Das bedeutet, das Konkurrenzprinzip auszuschalten und die soziale Diskriminierung zu beenden. Und das bedeutet auch, das Geheimdienstwesen abzuschaffen. Wir sagen, es gibt in diesem Land rechten Terror, der sich jeden Tag in verschiedenster Weise zeigt. Die Namen oben an der Brücke all der Ermordeten sprechen die eigene Sprache. Wir sagen, dass der NSU kein Zufallsprodukt oder gar das Ergebnis von Ermittlungspannen war, sondern möglich wurde durch die finanzielle und strukturelle Unterstützung des Verfassungsschutzes. Wir sagen, dass es organisierte Neonazi-Strukturen gibt, die ohne diese staatlichen Hilfestellungen längst nicht so gefährlich wären, wie sie jetzt sind. Wir sagen, dass wir hier nur die Spitze des Eisbergs zu sehen bekommen. Viel Kraft den Angehörigen für diesen Prozess. Geheimdienste abschaffen, weg mit den rassistischen Sondergesetzen, organisiert den antifaschistischen Selbstschutz in den Stadtteilen. Ständig werden in den Medien, in der Politik, in der Wissenschaft und im Alltag rassistische Verurteiler wiederholt, die People of Color in Verbindung mit Kriminalität bringen. So will das Bild erzeugen, dass von Rassismus Betroffene kriminell seien und deshalb auch von der Polizei, den Freunden, Helfer und Hinterfragen kontrolliert werden dürfen. Wir treten ein für unsere Rechte, für das Recht, nicht von der Polizei kriminalisiert zu werden. Für das Recht, nicht von der Polizei geschlagen zu werden. Für das Recht auf eine faire Behandlung, ohne Unterschiede. Es geht uns darum, rassistisch motivierte Polizeiangriffe, Polizeikontrollen öffentlich zu machen und so Solidarität mit den Betroffenen zu fördern. Wir möchten heute daher auch all jener gedenken, die durch rassistische Polizeigewalt ums Leben kamen. Um nur wenige zu nennen, die wir nicht vergessen werden. Kola Bankole 1994, Drafko Nikolov Dimitrov 1999, Amir Ajib 1999, Endal Mariam Zahn 2000, Halim Deler, Michael Paul Enfagwisi genannt Jonah Kidi 2001, Laye Alam Konde 2004, Uri Jalo 2005, Dominik Kumadi 2006, Slima Kamade 2010, Christi Schwunde 2011 und alle die anderen, solange Rassismus in den pluralen deutschen Rechts- und Sicherheitsbehörden interessiert, werden wir eure Stimmen sein. Hört auf den Schultern von anderen zu leben, hört zu, denn es kann auch einen anderen Weg geben. Hört hin, wenn Betroffene über sich reden, steht auf, es ist Zeit, sich zu erheben. Die Jahre vergehen, jetzt sind's über 10. Der Verfassungsschutz hat zugesehen, wie NSU-Mörder Verbrechen begehen und unseren Leuten das Leben nehmen. Die Politik sagt, es sind Fehler geschehen, Komplizenschaft wird übersehen. Und jetzt wollen sie die Fakten verdrehen und sagen, Muslime sind das Problem. Habt ihr Heinz, den Hassprediger, gesehen? Er reiht sich ein in das System. Trittbrettfahrer von Sarrazin will mal eben Kohle an Land ziehen. Wer wird Buschkowski erziehen? Wer wird die Buschkowskis erziehen? Wer wird die Sarrazins erziehen? Wer wird die Broders erziehen? Wer wird die Kelleks erziehen? Wer wird die Balges erziehen? Wer wird die Schäubles erziehen? Wer wird die Merkels erziehen? Der heutige Prozessbeginn bedeutet für uns von Almende eine Auseinandersetzung mit der Verantwortlichkeit des Staates und eine Solidarität mit den Angehörigen der Opfer. Die Enthüllung der mehrjährigen rassistischen Mordserie, die daraus folgende Berichterstattung juristischen Skandale vor eineinhalb Jahren hat uns erneut vor Augen geführt, dass wir noch lange nicht als Teil dieser Gesellschaft akzeptiert oder gewollt werden. Schon zu lange haben wir das Gefühl, dass unsere Körper und unser Leben nicht als wertvoller Teil dieser undemokratischen Ordnung betrachtet werden. Uns wurde von Neuem bestätigt, dass uns unser Leben jederzeit straflos genommen werden kann. Sei es durch eine organisierte rechte Gruppe oder gefesselt im Polizeigewahrsam wie im Fall Urdalo. Die Darstellung der NSU-Morde in den Medien und die Reaktion bzw. das Fehlen von Empörung, Protest, Wut, Trauer in der Mehrheitsgesellschaft haben unser Gefühl weiter bestätigt. Die Beteiligung und versuchte Vertuschung durch Verfassungsschutz, Polizei und andere Behörden, deren wichtigste Aufgabe angeblich der Schutz der demokratischen Grundordnung ist, hat uns ehrlich gesagt nicht einmal mehr überrascht, aber dennoch entsetzt.
Wir stellen uns deshalb die Fragen, was kann und will dieser Prozess an tatsächlicher Aufklärung leisten? Was kann dieser Prozess an Veränderung bewirken? Und was kann dieser Prozess vor allen Dingen an gesellschaftlicher Veränderung bewirken? Wir wünschen uns, dass alle beteiligten Personen zur Verantwortung gezogen werden. Wir bezweifeln, dass dieser Prozess das leisten wird, da es bei diesem um Einzeltäterinnen geht. Wir fordern aber Aufklärung. Und Aufklärung bedeutet, diese Morde und die Strukturen, die diese ermöglichten und ermöglichen, und die Diskurse, die den Nährboden für diese bereiten, zu betrachten und diesen entgegenzuwirken. Wir fordern, dass auch alle staatlichen Akteure zur Verantwortung gezogen werden. Wir als Allmende sehen die rechten Morde und Gewalt auch als Zuspitzung einer schon zu lange betriebenen deutschen und westlichen Diskussion um Migration, die Rassismus ignoriert und dadurch rassistische Folgen hat. Diese Diskurse und Praxen von der Mehrheitsgesellschaft geführt, von der Politik befördert, von den Medien angetrieben, sind es, die eine Atmosphäre der Angst schaffen. Angst der Mehrheitsgesellschaft vor jenen, die nicht Teil von ihr sind. Angst, die dann von Mörderinnen in Taten umgesetzt wird. Wir sind davon überzeugt, dass diese Angst gewollt ist. Mitbegünstigt durch die neueste Krise des Kapitalismus und basierend auf tief verwurzeltem faschistischem Gedankengut wachsen in ganz Europa neue, auch gewaltbereite rechte und rechtspopulistische Gruppen an. Dies zeigt sich nicht nur an der perversen Außen- und Grenzpolitik Europas, sondern auch dadurch, dass Bücher wie das von Sarrazin und Buschkowski Bestsellerlisten anführen. Es zeigt sich auch deutlich daran, wie die Aufarbeitung der NSU-Morde sabotiert und verhindert wird. Es zeigt sich daran, dass während einer der größten Protestaktionen von geflüchteten Menschen der Innensenator von einer Überflutung durch Flüchtlinge warnt. Es zeigt sich auch am Umgang des Gerichtes mit den Vorbereitungen für diesen Prozess. Rassismus ist institutionell. Rassismus ist Mainstream. Er wird bloß meist nicht so genannt. Rassismus wird geduldet, verschwiegen und verdeckt. Wir sehen diesen Prozess als Prüfung für die Demokratie, diesen Staat. Und wir als Teil dieser Zivilgesellschaft werden hinschauen und beobachten. Wir werden nicht locker lassen und wir werden dem Schweigen in diesem Lande etwas entgegensetzen. Danke.